Hallo. Hallo Leute, herzlich willkommen im Internet. Heute Abend gibt es das Neo Magazin Royal mit Laura Gehler und das Publikum ist unglaublich gut heute. Das ist wirklich... Das ist das Buch von Laura Gehler. Kann man da noch was machen? Geschichten aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin. Ja. Zum Alltag einer Rollstuhlfahrerin gehört ja auch, also manchmal mit dem Zug zu fahren, mit der Deutschen Bahn. Mhm. Wie verhält es sich da mit der Barrierefreiheit? Gut, bis zu dem Punkt, wo man vergessen wird. Auch mal passiert. Wie vergessen wird? Ich musste eine Haltestelle raus und dann war die Rampe nicht da. Und dann hatte der Zug ein bisschen Verspätung. Man muss quasi ein Agent kommen, der dann mit einem rausholt aus dem genau. Zug, ne? Ja, genau. Warum ist das so, dass die Züge, früher im IC waren die so, hatten die so noch Stufen, ne? IC haben sie ist heute ja auch noch. Ja. Echt? Ja, ja. Das hat die Rampe, Jan. Das hier ist das Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingo von Laura Gehler. Was ich vielleicht schon mal mache, das sind Sachen, die du oft hörst. Soll ich schieben? Ich habe mal Zivi gemacht. Habe ich mir vor und verkniffen. Ja. Aber ich habe Zivi gemacht. Ich habe es auch denken hören. Ich hab's sehr laut gedacht. Also kreuz ich mal an, zählt. Ja. Du Arme, so hübsch und dann im Rollstuhl. Ah. Oh, Unfall gehabt, selbstverschuldet. Und auch so anfassen? Ja, immer oft anfassen, an der Schulter. So an der Schulter? Höher? Weiß, so, so, so. Ja, genau. Wie Schwangere, die beschweren sich auch mal darüber, dass sie andauernd angefasst ja, werden, am Bauch so. Ja. Ich saß auch mal 3 Wochen im Rollstuhl, ich weiß genau, wie das ist. Ja. Oder, hier auch schön, oh, Sie sitzen ja in einem Rollstuhl. Ja. Das müssen Sie positiv sehen, Sie haben immer einen Sitzplatz dabei. Ja. Ich wäre auch schon mal fast in so einem Ding gelandet. Kann man da noch was machen? Also ich könnte das ja nicht. So als Hüft. Heute Abend spielen wir das Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bing. Was machen wir noch heute Abend? Was trinken? Ja. Vielleicht Gitarrenmusik? Ich habe das Gefühl, dass heute Abend eine große deutsche Gitarrenlegende nach vielen Jahren wieder auftaucht. Osterkappeln, schneiden Sie sich an. Hashtag der Woche lautet Viva la Biba. Hast du das gehört, dass in Baden-Württemberg möchte jetzt ein CDU-Politiker Biber vielleicht zu Biberplage in Baden-Württemberg, bei Biberach? Ich habe es nicht gehört, ich habe es eben Backstage zum ersten Mal gehört, als ich es hier verfolgt habe. Hat uns geschockt. Ja? Du gibst ja auch Workshops für Medienleute. Was machst du mit den Medienleuten, die bei dir die Trainings machen? Das ist ein Projekt von den Sozialhelden, nennt sich Leitmedien, Leit mit D, wie das Leiden. Und was wir halt beobachtet haben, ist, wie Menschen mit Behinderung in den Medien stattfinden. Und das passiert ganz oft auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Die eine ist immer so das Opfer, ja, so er leidet unter seiner Behinderung, sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Und die andere Schiene ist, dass Menschen mit Behinderung als Helden dargestellt werden. Mhm. So tapfer, überwindet sie ihr Schicksal. Und wir haben uns gefragt, so hey, Ist es eigentlich gerecht diesen Leuten gegenüber? Also entspricht das ihrer Lebensrealität? Mhm. Und das tut es im meisten Fall einfach nicht. Und wo wir halt ansetzen, ist, wie kann man über Menschen mit Behinderungen berichten und ihnen oder auf eine neutrale und klischeefreie Art und Weise. Und ja, und auch so ein Ding ist, wie viele Menschen, die eine Behinderung haben, finden überhaupt in den deutschen Medien statt. Also du hast eben gesagt, die erste hier im Rollstuhl oder die eine die erste Rollstuhlfahrerin, die erste, ja, Behinderung haben einige unserer Gäste schon gehabt, aber die erste, die quasi, wo wir eine Rollstuhlrampe quasi angedockt haben, ja, an unser nicht barrierefreies Set. Genau. Wolfgang Schäuble, kennst du eigentlich auch Wolfgang Schäuble? Der sitzt auch im Rollstuhl. Das ist auch im Rollstuhlfahrer. Kennst du Wolfgang Schäuble? Der sitzt auch im Rollstuhl. Ja, das ist sogar mein Spitzname, Schäuble, zu Hause. Weil du besonders hart mit der Kohle umgehst und deinen Freund an der kurzen Leine hältst, was das Ausgeld angeht. Aber ist es so bei Rollstuhlfahrern, das kann ja sein, dass Rollstuhlfahrer wie Busfahrer sich einfach so grüßen oder wie Motorradfahrer. Ja. Und alles. Und gibt es verschiedene Rollstuhlmodelle? Gibt es Statussymbol Rollstuhl? Das haben wir uns in der Vorbereitung gefragt. Also nach dem Motto, ach guck mal hier, der hat so ein Baggerbuch-Rollstuhl oder irgendwie wie bei Kinderwagen oder wie bei Motorrädern, gibt es so Edelrollstühle. Ja. Wer hat denn gerade Ja gesagt? Ralf hat Ja gesagt, einfach so zwischendrin. Ach so, ich hatte... Hallo. Ach, hallo. Ja, aber so, hallo. Was?
Ralf hat auch eine Behinderung, der hat keinen Unterleib. Gar keinen. Ein Holzklotz. Schwebe. Ich wollte auch noch mal wissen, wie habt ihr eigentlich auch Schimpfwörter für Leute, die keine Behinderung haben, also die normal gehen können? Ja. Oh, du Nicht-Behinderter. Du hast vorhin krass. Fußgänger gesagt, aber mit so einer Fußgänger mit so einer leichten. So, du, wenn da ein Fußgänger kommt, der das Behindertenklo benutzt, dann kriegt er den Kopf. Ja. Fußgänger, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Du Fußgänger. Ja. Kann man auch als Fußgänger. Ja, sorry. Heute Abend Laura Gehlhardt, zu Gast im Neo-Magazin Royal. Das ist ihr Buch. Wir haben fantastische Musik, wir haben viele Überraschungen. Hashtag der Woche, Viva la Bieber. Und das Publikum, das allein des Publikums wegen heute Abend. So wahnsinnig geile, tätowierte, Irokesen rasierte, besoffene Leute hatten wir selten im Publikum. Bis nachher. Tschüss.